Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man and Bass. Diesmal habe ich mir Unterstützung mitgebracht. Das wäre dann mal wieder ich. Ich bin ja so selten in deinen Videos dabei. So, und dies ist eine Nachaufnahme. Ich habe nämlich die nächsten beiden Busse eigentlich schon geschafft, aber aufgrund der Tatsache, dass mein PC meinte, nein, das hat er mir so buchstäblich gesagt nach der Aufnahme, habe ich mir so gedacht, ja toll, jetzt ist meine Aufnahme hinüber. Also nochmal nachspielen. Ist das kacke. Abgestürzt Camtasia und hat nicht gespeichert oder was? Nein. Tatsächlich ist hat mein PC Macken gemacht. Okay. Und das Programm Camtasia ist scheinbar nicht klug genug, um halt zu sagen, ja okay, gut, ich habe jetzt zwar eine Sicherheitsdatei erstellt, weißt du, und ich kann das wieder herstellen, okay, gut, aber es wird dann von Camtasia nicht angenommen. Toll. Das bringt mir natürlich dann voll viel. So, deswegen wundert euch nicht, ich weiß jetzt, wie die Bosse funktionieren und ich habe natürlich demzufolge auch schon so ein bisschen rumprobiert. Verdammt. Ich bin also minimal besser als beim letzten Mal. Ich vermute mal, die Betonung liegt auf minimal. So. Ich glaube immer noch nicht, dass wir das hier überspringen können. Den Minibus muss man machen. Ja, stimmt ja. Das ist ja erstmal das Intro vom Minibus. So, jetzt kann ich mich bewegen. Naja, ich kann dazu ja nichts sagen. Wenn ich es jetzt gespielt hätte, wäre es blind. Auch wenn ich das vor Jahrzehnten mal angespielt habe. Ich finde das Spiel bis jetzt ganz gut. Macht auf jeden Fall Spaß. Und so wie das Fenster aussieht, was ich sehe, würde ich sagen, ist das Super Nintendo. Ja. Hätte ich auch empfohlen. Bis jetzt macht mir das Spiel ziemlich Spaß. Ich finde, es hat Ähnlichkeit mit Mega Man 8 von der Grafik her. Sieht auf jeden Fall besser aus als Mega Man 7. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Ich weiß gerade nicht mehr richtig, wie Mega Man 7 aussah. Könntest langsam mal sterben. Ich meine, es ist kein gigantischer Unterschied, aber man merkt halt schon, dass die da den mehr Grafik haben. Das sieht aus wie so ein Miniatur von einem Whitey-Roboter aus dem siebten Teil. Ja, das ist ein Schild-Attacker. Granite Joe oder so. Der Granaten schmeißt. Mutig den Namen. Oh. Auch eine Methode. Oh. Die Passage hasse ich ehrlich gesagt ziemlich. Ich hab noch nicht so richtig raus, wie die funktionieren soll. Oh, das war doof. Kacke. Komme ich ans Leben nicht mehr ran. Na gut. Oh. Okay. Das ist wieder so eine Taktikgeschichte. Ja, es kann aber nicht nur mit Taktik zu tun haben. Es muss irgendeine Möglichkeit geben, an den Teilen vorbeizukommen, ohne dass man so kaputt schießen muss. Weil. Oder dass ich halt irgendeine so Unbesiegbarkeitsmöglichkeit, weil das Ding damit macht Insta-Death, ne? Aber ich muss ja auch irgendwie an die CDs rankommen. Hm. Ich habe schon wieder vergessen, dass da links eine Tür ist. Und wie spielt es sich so steuerungsmäßig? Eigentlich ganz gut.
Bei Mega Man 7 hatte ich mal das Gefühl, irgendwie hakelt's da so, irgendwie fühlt sich nicht flüssig an, weißt du? Animation und so. Irgendwie hatte ich auch so ein ähnliches Gefühl. Nein! Mist, Fisch. Nee, Fisch war nicht das Problem. Ja, weil der hat dich nochmal runtergeschubbt, zusätzlich. Er sagt nichts als eine Tatsache. Naja. Ich glaube, ein Rush Jet gab's hier nicht, ne? Keine Ahnung, ich habe bis jetzt jedenfalls noch keine gekriegt. Rush Call? Ich habe jetzt noch gar nichts itemmäßiges. Okay. Wow. So, Boss Time. Mal sehen, ob ich den noch mal hinkriege. Der war ziemlich schwierig. Ach so. Okay. Okay, solange der so. Wow! Übertrieben. Große Fläche. Wo der das hinsteckt, ey. Ist zu früh. Das war doof. Okay. Tot. Arschloch. Naja, wenn man halt sich einprägt, wie er sich verhält, dann ist er eigentlich recht simpel, so würde ich behaupten. Aber ja, aktuell ist das mehr wie Shadow Man. So, ich reagiere jetzt noch oft mal falsch. Ah, Mist. Ah, ich hab ihn fast. Er ist gleich tot. Nur noch einen. Ja, ein Treffer noch. Bye bye. Also mit ein bisschen Übung ist ein Kinderspiel. Ja, aber der ist halt immer noch ziemlich schwierig einzuschätzen. Aber ich krieg ihn langsam raus. Der nächste ist noch schwieriger gewesen. Beim ersten Mal zu verstehen. Aber ich glaube, der ist ein bisschen leichter, wenn du das Pattern erstmal verstanden hast. Ja, was ich ja gerade meinte. So, als nächstes gehe ich in die Stage von ihm hier nochmal, weil ich nämlich in der letzten Aufnahme auch rausgefunden habe, dass dieser Bohrer, den ich jetzt bekommen habe, dafür da ist, diese Dinger kaputt zu machen. Und du hast so eine Daten-CD eingesammelt. Ich glaube, ich kann jetzt auch alle CDs aus dieser Stage kriegen, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Okay. Außer es gibt natürlich noch irgendwelche, die ich noch nicht gefunden habe. Ja, oder die, die nicht angekommen sind, wie zum Beispiel in den vorherigen Level. Ja, doch, also die mit rankommen ist weniger das Problem, also. Das müsste alles möglich sein. Die Frage ist halt bloß, ob ich irgendwelche übersehen habe, die zum Beispiel versteckten Dingen hier, das ist zum Beispiel der nächste. Gleich kommt die wichtige Stelle, wo ich da nicht verkacken darf mit der CD, weil da habe ich nur einen Versuch.
Das nehme ich jetzt hier. Ne, ich komme gar nicht ran. Ich brauche irgendwas, um höher zu kommen. Hm. Schade, also geht es nicht mit der CD. Hallo? Der Fuch. Stehen wir noch so. Ja, Minibus. Muss ja Minibus sein, wenn er keine Energieanzeige hat. Wieso? Jeder normale Gegner hat auch keine Energieanzeige. Robotmas haben immer Anzeige und dann diese finalen Bosse mit Stages. Rotoman hat auch keine. Ist ein ja, richtiger. Gut, ist ein Minibus, ja. Aber der Laternenfisch hat auch keine und der ist kein Minibus. Laternenfisch, okay. Aus Wing Wing 2. Bubbleman. Der die Schrimps ausspuckt. Ja, aber das ist ja so ein, auch so ein Zwischen- oder Miniboss. Das ist kein Miniboss. Das ist halt ein normaler Gegner. Aber es ist halt kein Endboss, der die Stage beendet. Ich habe so, hab nicht gesagt, dass es ein Endboss ist. Die Giant Metals aus Wing 3 haben ja auch keine Energie. Ja, das sind aber Minibusse. Ach ja. Heute habe ich Geld von der Arbeit bekommen. Ah, fuck. Scheiße. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Geld fürs Wochenende. Ach, scheiße. Musst du die ganze Zeit von Geld reden? Jedes Mal, wenn du von Geld anfängst zu reden, dann sterbe ich. Ist das schon aufgefallen? Da würde ich aber kein Geld drauf verwenden, dass du dann jedes Mal stirbst. Du hast doch vielleicht dabei Geld zu kriegen, wa? Also in der letzten Folge, die ihr nicht gesehen habt, habe ich übrigens die Vermutung aufgestellt, dass es in diesem Spiel müsste es einen Equalizer geben und es müsste eigentlich mindestens eine Power Force geben. Weil ich müsste ja so eine Art Bumerang-Fähigkeit haben, um an solche Items in der Wand ranzukommen. Und die Sache ist halt, wenn ich jetzt eine Bumerang-Fähigkeit hätte, würde ich ja nur die Bumerang-Fähigkeit an sich aufladen, was schwachsinnig wäre. Also müsste es eigentlich eine Fähigkeit sein, die keine Waffenenergie verbraucht, also die Power Force. Und, und das nächste ist halt, auch die Power Force ist halt eine eigen ausgewählte Waffe. Das heißt, ich müsste, damit ich eine andere Waffe aufladen kann, einen Equalizer haben. Einfach bloß damit Waffenenergie in den Wänden nützlich ist. Weil anders kann ich mir gerade nicht vorstellen, wie es anders gehen soll. Ach ja. Und heute hast du auf jeden Fall schon mal Mega Man 1 gespielt gehabt wieder. Hast du wieder ein Race gewonnen?
Jetzt mach ich es doch. Hier kann man aber echt schnell sterben. Zum Beispiel, wenn jemand von Geld redet. Ja. So, und das war's mit der Stage. So. Also ich habe alle Items, LCDs außer einer. Das ist schon mal...